Kann das sein, dass eine giftige Pflanze gleichzeitig eine heilende Kraft hat? Der Fingerhut gehört zu den giftigsten Pflanzen, aber schon lange ist bekannt, dass er bei Herzschwäche sehr hilfreich sein kann. Wie ist das möglich? Nun, die Menge macht's. Ein winziges bisschen Gift kann in der Medizin auch heilsam sein. Aber nicht alle Giftpflanzen lassen sich in der Medizin verwenden. Nur einige, wie der Eisenhut, super giftig. Tausendfach verdünnt, hilft er gegen Erkältung. Oder die Tollkirsche, die auch den schönen Namen Belladonna trägt. Ein Hauch davon in der Medizin hilft prima bei Fieber und Entzündungen. Sieht harmlos aus, Arnika. Aber diese hübschen Blümchen darf man auf keinen Fall essen. Arnika-Salbe hilft jedoch bei blauen Flecken, Quetschungen oder Entzündungen. Oder Efeu, den seht ihr an vielen Häuserwänden. Auch er ist giftig. Aber in winzigen Mengen kennt ihr ihn vielleicht als Hedera aus eurem Hustensaft. Giftpflanzen können also auch Heilpflanzen sein. Es ist nur eine Frage der Menge. Also, wenn in dem Kräutermix von Magic Maggie nur gesunde Sachen sind, dann... Dann muss die Giftpflanze aus meinem Garten stammen. Ja. Hey, Moment. Ist das jetzt Kabel, den ich in den Kuchen gerührt habe, oder Wasserscherling? Was ist denn der Unterschied? Ja, von Wasserscherling kann man sterben, von Kabel nicht. Jetzt nicht. Hier soll sich mal jemand zurechtfinden.